Zusammen, die Biggie Küpper hier wieder. Ich möchte euch heute in einem Video ein wenig über die verschiedenen Passformen der verschiedenen Westernsattelbäume erzählen. Und ja, dafür habe ich euch meine beiden Stuten an den Hof geholt. Und ja, da gehen wir jetzt mal zusammen hin. Und dann zeige ich euch anhand von drei verschiedenen Sattelbäumen einmal, wie diese sich auf zwei verschiedenen Pferderücken verhalten, was gut ist und was schlecht ist und was ihr vielleicht daran lernen könnt oder mit nach Hause in den Stall nehmen könnt. Dann kommt mal mit mir mit. So, los geht's. Sattelbaum Nummer 1, Pferd Nummer 1 ist meine Freiberger Stute, das ist Sibellis. Zunächst einmal, wenn wir so einen Baum auf das Pferd legen, ist natürlich die Frage, wo legen wir den überhaupt hin? Man könnte den jetzt so hinlegen, dass die Passform am optimalsten wirkt. Oder man legt ihn so hin, dass man, wenn da jetzt ein Sattel drum gebaut wäre, dieser auch später ordentlich auf dem Pferd liegen würde. Was wir jetzt hier nämlich sehen ist, dass wenn ich mir mal den Baum in Relation zur Gurtlage anschaue, ich schaue mir also den Bereich Ellbogen an und ich schaue mir dann an, wo ist mein Schulterblatt und schaue mir an, wo der Sattel liegt, dann stelle ich fest, dass der Sattelbaum hinter das Schulterblatt gerutscht ist. Hier auch nochmal der Hinweis, es gibt ja immer wieder die Diskussionen, wo ein Westernsattel denn überhaupt liegen soll. Und da gibt es ganz viele, die sagen, oder nicht viele, einige, die sagen, der muss hinter der Schulter liegen. So, wenn wir jetzt hingehen und sagen, wir haben bei der Bellis die Schulter in dem Bereich liegend, hier ist das Schulterblatt zu Ende. Das hier ist Trapezmuskel. Das heißt also, hier wäre die Schulter zu Ende. Wenn ich jetzt sage, ich lege den Baum hinter das Schulterblatt, das wäre jetzt so. Und ich gucke mir dann einmal an, wo mein Sattelgurt hochkommen würde. Und ich weiß dann, dass eine Gurtung eines Sattels meistens in der Höhe 7/8 angebracht ist. Und 7/8 bedeutet, dass der vordere Ring des Sattels, wo der festgemacht ist, von dem C-Ring, der sitzt meistens mittig unterhalb der Fork und der hintere dann entsprechend dem Abstand, was die gesamte Größe dieses Chinches angeht. So, wenn ich mir das jetzt mal hier anschaue und gucke mal an, wo hat denn das Pferd seine Gurtlage. Wenn ich jetzt sage, ich würde einen Sattelgurt hier anlegen, dann müsste ja, wenn ich diesen Sattelbaum oder überhaupt einen Baum, egal welcher das jetzt ist, hinter das Schulterblatt lege, dann müsste ich ja die Gurtung irgendwo hier vorne festmachen. Also selbst wenn jetzt hier noch Sattel drumherum gebaut wäre, ist das faktisch überhaupt nicht machbar. Also das, lasst euch da keinen Mist erzählen. Ein Western-Sattel liegt immer mit diesem vorderen Bereich der Bars. Das ist dieses kleine Stück über dem Schulterblatt. Das heißt, die Fork liegt hinter der Schulter. Dann haben wir auch, weil der Bereich hinter der Schulter ist auch meistens bei den meisten Pferden der Bereich, wo die Gurtlage drunter sitzt. Und dann macht das auch alles wieder einen Sinn. Es gibt auch Pferde, da ist das nicht so. Da kann man mit Sätteln von der Stange meistens dann nicht viel machen, weil die meistens eine 7/8 Gurtung haben. Und dafür müsste dann auch der Aufbau anders geschnitten sein, um eine andere Gurtung dort anzubringen. Also da hilft dann meistens nur noch ein Maßsattel, weil man den Schnitt individuell auf das Pferd anpassen kann. So, jetzt schauen wir uns aber hier einmal an. Also der Sattel liegt jetzt, der Sattelbaum liegt jetzt mit der Fork hinterm Schulterblatt. Und was jetzt schon mal direkt auffällt, ist, dass der Baum hohl liegt. Wir können hier unten drunter schauen, das sollte man nicht können. Dann stellen wir auch fest, dass der Sattel hier in diesem vorderen Bereich, also hinterer Bereich der Bars, aber vorderer Bereich davon, auch nicht wirklich gut aufliegt. Wenn ich weiter nach hinten komme, sehe ich hier hinten jetzt eine parallele Auflage,
Aber hier vorne sehe ich einen deutlichen Schattenwurf. Und Schattenwurf heißt halt immer, dass der da nicht an den Pferdekörper kommt. Schattenwurf jetzt in dem Fall von dem Winkel, wo die Sonne jetzt hier auf das Pferd scheint, ist das so. Hier vorne sehen wir jetzt, dass der Sattel im unteren Bereich Richtung Fußboden viel mehr Kontakt zum Pferd hat als im oberen Bereich. Das heißt, zu Richtung zum Widerrist hin liegt der Sattel eigentlich nicht auf. Das heißt also, wenn jetzt hier Druck auf den Baum entstehen würde, ist die Lastabnahme im unteren Bereich wesentlich größer, in der Mitte nicht vorhanden, weil der Sattel hier eine Brücke macht, und im hinteren Bereich, wenn das Pferd jetzt nicht mehr ruhen würde, da müsst ihr auch immer darauf achten, dass die Pferde nicht anfangen, Pause zu machen, weil dann kippen die im Becken und dann hat das eine Auswirkung auf das, was wir sehen. So. So, das heißt, wir haben dann wie bei einem Stuhl die Auflage im hinteren Bereich wesentlich höher. Das ist jetzt bei diesem Pferd die Auswirkung und Passform von diesem Sattelbaum. Das heißt also, Sattel passt nicht. Wenn da jetzt ein Baum drumherum, ein Baum, sage ich schon, wenn da ein Sattel drumherum gebaut wäre, würde man das als Laie vielleicht gar nicht so wirklich feststellen, weil die Hohllage ja ist zwar vorhanden, aber die Frage ist immer, kann man das als Laie halt eben fühlen? Ich kann sowas fühlen, ich mache das aber auch seit 17 Jahren. Ob man jetzt da ich habe bei eBay einen Sattel geschossen, das unbedingt so wahrnimmt, ist halt fraglich. Also da gilt halt wie immer, holt euch einen Fachmann dazu. So, was wir jetzt machen, jetzt drehen wir uns einfach einmal um. Jetzt haben wir da hier nämlich direkt die Peaches stehen. Die Peaches ist meine Appaloosa-Stute und bei der machen wir das nämlich jetzt auch praktisch von dieser Seite. Dann brauche ich mich nur einmal umzudrehen. So, hier sehen wir jetzt, dass das Pferd auch gerade geruht hat und die sind beide eingespritzt, aber was man jetzt nicht sieht, wir haben es über 30 Grad. Hier, ich bin ganz froh, dass es relativ fliegenfrei ist. So, wenn wir uns das jetzt mal anschauen, ich muss jetzt gerade mal die Bälle hier ein wenig wegschieben, damit wir hier ein bisschen Platz haben. So, hier sehen wir jetzt, dass das Pferd wesentlich mehr Masse hat als die Bellis gerade. Und ja, dieser Sattelbaum ist maßlos zu klein für das Pferd. Und wenn wir uns da auch mal anschauen, wo die Schulter ist, wenn ich jetzt hier hingehe und lege den Baum dahin, dass hinterm Schulterblatt die Fork liegt, sehen wir schon, der Sattelbaum liegt vorne wesentlich höher als hinten. Also der fängt regelrecht an, nach hinten zu kippen, weil der halt viel zu schmal ist von der Gulletweite her. Die Gulletweite, das ist der Abstand zwischen der Fork, das heißt vorne zwischen den beiden Conchas, das ist die Gulletweite. So, da ist der schon mal viel zu schmal, das heißt, der Sattel, der thront eher so oben auf dem Pferd. Dann wird er, wenn das Pferd sich jetzt anfängt zu bewegen, auch sofort nach hinten rutschen, weil so kann er faktisch nicht liegen bleiben. Der Sattel drückt auch hinten mit mehr Gewicht in den hinteren Bereich, wenn also hier Gewicht auf den Baum käme. Ne, ihr seht, er liegt vorne wesentlich höher als hinten. Der hat quasi so eine Rutschbahn nach hinten. Und wenn da Gewicht drauf käme, gäbe es zu einem Druck in der Lendenwirbelsäule. Und dann sehen wir hier auch wieder, der Sattel liegt hohl. Ich muss allerdings jetzt noch mal gucken, dass die nicht ruht. Genau. Der Sattel liegt auch hier hohl. Wir können also dort hineinschauen. Und was die Schulterpartie angeht, dadurch, dass der Sattel dem Pferd viel zu schmal ist, der kommt hier oben viel zu hoch zum Liegen. Der müsste eigentlich etwas tiefer liegen. Haben wir hier halt eben dann auch das Phänomen, dass der hier vorne im vorderen Rand nicht wirklich ans Pferd rankommt und im hinteren Bereich, also unterhalb der Fork, macht der Druck. Das heißt, wenn wir das Pferd mit diesem Baum reiten würden, hätten wir trockene Stellen unter der Fork. Nächster Sattelbaum, wieder die Bellis. Jetzt muss ich gucken, dass sie sich nicht hier ins Ruhen stellt. So, das ist auch wieder ein Sattelbaum von der Stange. Das heißt, wir haben eine andere Passform und wir haben jetzt in dem vorderen Bereich eine
ähnliche Situation, wie wir das eben hatten, allerdings hier noch viel deutlicher zu sehen, dass dieser Sattel überhaupt nicht oben an dem Pferd anliegt. Der Sattel keilt, er liegt nur am unteren Rand. Der Sattel öffnet auch vorne zu weit. Das sind Sachen, wo der Laie halt eben des Öfteren denkt, ne? Hier wird immer ganz gerne beim Sattel so vorne drunter gegangen und dann denkt man, ach, das sieht ja total super aus, komme ich prima mit der Hand unten drunter durch. Wird auch oft von Trainern so vermittelt, dass man sagt, ja, du musst hier vorne super drunter durchkommen, nur wenn ich da vorne so super drunter durchkomme, geht das ja auf Kosten dessen, dass ich die ganze Druckbelastung in einem anderen Bereich habe. Der Baum ist ja hier vorne nicht zur Dekoration vorhanden, sondern der soll auch Last abnehmen und auf das Pferd übertragen. Und das kann der nicht, wenn der hier vorne absteht. Dementsprechend ist das also hier auch eine Passform, die in dem vorderen Bereich zu bemängeln ist. Das ginge gar nicht. Dann, wie gesagt, sieht man halt eben, der Sattel liegt auch nur im unteren Bereich an, allerdings noch deutlicher, als wir das eben hatten. Wenn wir den Sattel so hinlegen, dass der wieder mit unserer Gurtlage so ein bisschen in dem Bereich liegt, wie er liegen sollte, haben wir hier auch wieder in der Mitte eine Hohllage. Was allerdings ein bisschen besser ist als bei dem anderen Sattel gerade, ist die hintere Auflage. Also wenn das vorne nicht so eine Katastrophe wäre, im hinteren Bereich sieht das besser aus als eben. Allerdings ist hier auch die Auflage in den unteren Bereichen der Bars zu suchen. Wir haben hier also auch das Problem, dass der mittlere Bereich der Bars nicht anliegt. Und wenn wir hier einmal durchschauen, ich weiß nicht, ob die Kamera das eingefangen bekommt, da kann man sogar auf der anderen Seite wieder rausgucken. So krass hohl liegt der Sattel. Dann drehen wir uns wieder um und legen den Sattel einmal auf die Peaches. Die muss ich gerade noch einmal richtig hinstellen. So, jetzt haben wir hier den Sattel auf der Appaloosa-Stute liegen, die wie gesagt wesentlich breiter ist als die Bellis. Und was wir hier halt eben sehen, ist auch wieder, dass die Mitte, also die Breite, die Gulletweite ist nicht adäquat für das Pferd. Die ist eigentlich viel, viel zu eng. Da müsste ein wesentlich breiterer Baum drauf. Und hier sieht man jetzt auch noch mal schön, die Bars stehen vorne ab. Und da kann man sich jetzt, glaube ich, bei dem Bild auch ganz gut vorstellen, wenn jetzt hier Druck drauf kommt, wie sich dann der Baum hier in das Gewebe, in den Trapezmuskel absetzt und da entsprechenden Druck macht. Und das führt auch wieder zu trockenen Stellen. Und wir sehen hier wieder, dass der Sattel hier auch hohl liegt. Hier unten kommt der Sattel nicht ans Pferd. Im hinteren Bereich liegt der Baum etwas besser, als wir das bei dem Vorgängermodell gerade hatten. Aber auch hier ist keine adäquate Passform da. Und hier hätten wir wohl auch wieder das Problem. Hier könnte der ein oder andere auf die Idee kommen und sagen, ach, hier kann man ja prima vorne mit der Hand runter. So muss das sein, damit die Schulter arbeiten kann. Falsch, weil wenn die Schulter arbeitet, kommt das Schulterblatt auch durchaus in der Bewegung in den Bereich vom Trapezmuskel. Und wenn ich jetzt da einen Sattel habe, der hier vorne absteht, und der kann hier nur abstehen, indem er da drückt. Anders geht das nicht. Das ist mechanisch nicht anders machbar. Und natürlich ist die Schulterbewegung dann eingeschränkt. Baum Nummer 3. Wieder auf der Bellis. Bellis ruht aber gerade, deswegen versuchen wir sie jetzt gerade, jawohl, einmal gerade hinzustellen. Legen uns den Baum wieder so auf, dass der in der Lage sitzt, wo wir eben auch die Gurtung über der Gurtlage haben. Im Übrigen kleiner Tipp, wenn ihr ein Pferd habt, wo die Gurtlage hinter dem Schulterblattknorpel ist. Also faktisch, hier ist die Gurtlage, hier oben ist der Schulterblattknorpel, dass das eigentlich in einer Linie ist. Und ihr habt jetzt einen Sattel, wo ihr sagt, guck mal, der ist ja viel zu weit hinten die Gurtung angebracht, dann solltet ihr euch auch über die Passform fragen, ob die Passform halt in Ordnung ist, weil das kann halt auch sein, dass der Sattel dann nach hinten rutscht, weil er vorne nicht richtig ans Liegen kommt. So, ich habe jetzt hier derweil meine liebe Mühe, die Bellis hier ordentlich hinzustellen. Die hat nämlich immer die Idee, sie auf der einen Seite
aus dem Parken hole, dass sie sich dann auf der anderen Seite ins Parken stellt. So, jetzt steht sie. Jetzt können wir einmal hingehen und uns hier einmal anschauen. Das ist der vordere Rand, der ist parallel. Das heißt, wir haben von oben bis unten eine adäquate Auflage. Das sieht jetzt hier schon mal wesentlich besser aus, als das eben war. Der Baum steht auch nicht im vorderen Bereich wie ein Eselsohr ab. Also vorne ist das schon mal alles gut, haben aber trotzdem hier in der Mitte wieder eine Hohllage. Sehen wir jetzt auch da, da können wir auf der anderen Seite wieder den Fußboden sehen. Dafür haben wir aber eine nette Lage in dem hinteren Bereich, nicht Ruhenbälles. Das heißt, hier haben wir eine vollflächige Auflage, hier haben wir kein Keilen. Hier sieht man auch in dem Bereich der hinteren Bars, dass wir eine parallele vollflächige Auflage haben. Die hinteren Bars enden leicht abgestellt. Das sollte auch immer so sein, dass das hinten nicht in den Rücken reinkeilt. Also im hinteren und im vorderen Bereich ist dieser Sattel passend in dem, oder Baum, in der Mitte leider gar nicht, was dann allerdings auch in der Summe dazu führt, dass dieser Sattelbaum nicht passend ist. Also es gibt nicht, dass man jetzt zum Beispiel sagt, geben Sie für jede Passform einen Punkt, für jeden Punkt, Gullet Weite, Gullet Höhe, Gullet irgendwas. Peaches, was machst du jetzt hier? Wir wollen keinen spanischen Schritt sehen, kleine Maus. Und so wie du jetzt stehst, stehst doch ein bisschen affig. Geh mal ein bisschen nach vorne, schlumpf, schlumpf und stehen bleiben. Super! Also es geht nicht darum, dass man sagt, in wie vielen Punkten erfüllt der Baum denn eine Passform. Das ist Schwachsinn, sondern der muss von 10 Punkten auch 10 erfüllen. Sonst habe ich ja nicht passenden Sattel. Egal, ob das ein Gebrauchtsattel ist oder ob das ein Maßsattel für 7.000 Euro ist. Es muss passen. Ja? Also das ist immer, immer wichtig. So, und jetzt sehen wir hier auf der Peaches stellt sich das alles wieder ganz anders dar. Hier sieht der gleiche Sattelbaum auf einmal wieder so aus, als wenn der vorne abstehen würde. Hier kann man wieder drunter gucken. Wenn ich hier wieder Druck drauf mache, setzt sich halt eben hier auch wieder der Baum ins Gewebe rein. Und der Sattel liegt dafür aber bei der Peaches nicht so schlimm hohl, wie das bei der Bellis war. Und im hinteren Bereich haben wir hier dann eher das Phänomen, dass der Sattelbaum hier oben mehr aufliegt als hier unten. Also hier haben wir eher die Auflage vermehrt im oberen Bereich und im unteren steht der Baum ab. Ja, das sind die Zusammenfassungen gewesen über verschiedene Bäume mal auf den Pferden nackt zu sehen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch gerne an uns wenden. Die Daten findet ihr unter dem Video. Und bis dahin sagen wir bis zum nächsten Mal. Tschüss.